mich ganz frei fühle, da muss es senkrecht sein, da muss es griffig sein, also mit den Händen und Füßen Bilder ins Gehirn projizieren. Ja, da ist wie wenn mir jemand die Fesseln abnehmen würde. Also das ist ja ein kompletter Wahnsinn. Ein fallender Wassertropfen in einer Felswand sagt mir ganz genau Bescheid über die Topografie, weil dieser Schall, der da reflektiert wird, projiziert mir sofort wieder ein Bild. Ich habe von erster Stunde an gelernt, dass man sich nicht erwarten kann, dass die Sehenden meine Welt verstehen. Es war keine Metropole wie Wien, Tokio oder New York, wo meine Kindheit stattgefunden hat. Es war eine ganz kleine Gemeinde in Osttirol. Wir haben nie neben jemandem dürfen uns erklären, dass er blind ist. Das hat er uns verboten. Im ersten Moment, wenn mir gesagt wurde, der Andi ist blind, haben wir gedacht, kann ja nicht sein, dass ich so blöd bin, dass mir das nicht auffällt. Die Nachbarsleute haben das überhaupt nicht verstanden, was meine Eltern da überhaupt wollten. Ja, ist ja klar, gebt doch die Kinder in ein Heim für Blinde und dann ist wieder Frieden. Entschuldigung bitte, können wir kurz stoppen? Ja. Können wir das noch einmal machen? Ja. Ich habe nicht erwartet, dass das so flott ist. Ach so. So mit 16, 17, das war mir damals schon bewusst, dass man da nicht mehr probieren braucht, einen Attest zu bekommen, einen Autoführerschein zu machen. Da ist dann plötzlich die Wende gewesen. Ich habe noch nie so viele Blinde getroffen wie unter den Sehenden. Ich bin halt auch ständig unter Blinden.